Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, hier so ein paar Pläne auch zu machen, wie wir was aufbauen und hier eine kurze Zwischenstation, bis wir das ganze System mal überarbeiten und neu bauen. Eine neue Generation an Bauproduktion, die ich dann gerne hier drüben aufbauen würde, wo wir jetzt dann auch mal den Plan anlegen müssen, damit es umgebaut wird. Wie gesagt, ich würde überlegen, ob wir hier anfangen, das auszubauen bis zum Rand. Wie geht's eigentlich hier voran? Oder wie ging es hier voran? Das ist ja alles immer wieder am Ende die Frage. Leider ist mit der Kohle halt das dann so ein bisschen problematisch, wenn du keine Lager hast, die das verwenden. Deswegen würde ich jetzt kurz... Warte, ich muss schnell aus dem Planungsmodus raus. Stücklager 2 hier noch einbauen. Schnell liefern. Weil dann kann die Produktion nochmal anziehen. Gut, jetzt zurück in den Planungsmodus. Gut. Die produzieren jeweils 12 Rohbenzin und 18 Brenngas. Gut. Bedeutet, ich brauche 2 davon, um daraus Brenngas zu machen. Und dann gleich nochmal. Bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Rohbenzin 18 und Wasserstoff. Was tut denn nochmal die Anlage da herstellen? Wasserstoff. Deswegen wollte ich das gleich machen. Genau, mein Plan war, glaube ich, relativ simpel. So, Crackling-Anlagen. Gleich in dem Fall sinnvoller war, das so herzustellen. Ich brauche 2 davon. Und Wasserstoff brauche ich 2-mal. Dann kann ich da drauf das machen. Dann kann ich das Brenngas... Heilige Scheiße, wo ist denn hier der Ausgang, wo ist hier der Eingang? Machen wir schön mit ein bisschen Abstand, so, okay. So, Rohbenzin geht hier unten raus, gut. Ihr kriegt von mir Rohbenzin und Wasserstoff. Also unten ist Rohbenzin. Gut, dann ziehen wir hier das Ammoniak ab. Und setzen hier Elektrolysegeräte. Warte, da muss ich ein bisschen zurücksetzen noch. Zwei Elektrolysegeräte auf. Die dann jeweils daraus Wasserstoff und Stickstoff produzieren. So, ich brauche Wasserstoff, bedeutet, ich brauche den einen Eingang. Kann ich das andere einfach in die Luft ballern? Ja, kann ich. Gut. Dann die Rohrleitungen. Muss Ammoniak an der anderen Seite verbinden. Gut. Dann
kommt da Brenngas raus und Benzin. Wo wird denn hier echt das Benzin weitergeleitet? Ich habe mittlerweile irgendwie so die Übersicht verloren. Was ist hier denn? Hier ist der Benzinanschluss, okay. Mir ist nur wichtig, damit ich weiß, wie ich woran muss. So. Gut, das Brenngas. Okay, jetzt muss ich schauen, wie mache ich denn mit dem Brenngas weiter. Brenngas wird mit Sauerstoff gemischt. 36 zu 36. Da kommt Kohlenstoffdioxid und was? Diesel raus. Und was? Mit Sauerstoff. Ich will jetzt 18 überall herstellen. 18 Brenngas. Wie viel war in einer Anlage drin? 36 gleich was, ne? 36 bedeutet, zwei Anlagen werden von einer bedient. Ihr tut jeweils 6 herstellen, bedeutet 12, ein bisschen drunter. Bedeutet, sagen wir auch mal wieder 2. So, okay. Ihr tut dann Brenngas und Sauerstoff herstellen. Und wie gesagt, für die Leute, die jetzt wieder denken, oh, was macht der? Das ist alles nur eine Testaufbaut. Oder beziehungsweise das ist halt einfach, wie ich aktuell einfach ein bisschen rumblödel. Das ist alles nicht perfekt aufgebaut. Nicht ausgemessen perfekt und nicht perfekt hergebaut. Also bräuchte ich die doppelte Anmenge und dann würde sich das ja auch dementsprechend anpassen. Für mich ist es aktuell einfach nur so, dass ich in dem Fall das verwenden kann. So. Jetzt schnell schauen. Kohlendioxid macht halt Luftverschmutzung. Was willst du? Was willst du von mir? Genug. Gut, dann brauche ich zwei Sauerstoffmaschinen in dem Fall leider. Weil eine nicht mal die Menge schafft. Die sind nur dafür gedacht, ey, das ist so bescheuert eigentlich, was ich hier tue. Rohrleitung. Das ist jetzt nicht schön gemacht. Seid mir nicht böse. Das ist einfach nur dafür gedacht, mal schnell ein paar Resultate zu sehen. Gut. Und dann muss nur noch das hier hinten angeschlossen werden. Dann müssten wir wieder mehr Benzin produzieren. Richtig? Richtig. Das werden wir jetzt einfach mal probieren. Wir setzen jetzt mal ein bisschen schneller in Gang. Dafür bräuchte ich einen Button, so schnell liefern, schnell produzieren.
Schnell liefern, schnell produzieren. Darf ich nicht? Okay. Geht nicht, weil ich nichts mehr. Oh, ich hab nichts mehr. Hups. Ah, die Anschlüsse für die Brenngasanlage habe ich vergessen. Scheiße. Okay. Jetzt ist der Teil auch angeschlossen. Habe ich da eine kleine Warum habe ich da eine kleine Leitung eingebaut? Was ging denn da mit mir ab? Also die scheinen zu arbeiten, die da drüben haben keine Mitarbeiter. Shit. Die scheinen das brav zu machen, so wie es sein soll. Die haben hier auch noch Wasserstoff in den Leitungen drin. Nicht genug Arbeiter, wir brauchen minus 18 aktuell, das ist nicht gut. So, jetzt machen wir plus 2 noch. Ich weiß nicht, was ich mit dem Schwefel mache. Scheiße. Du reduzierst dich jetzt, oder? Ja. Uneinig. Wahrscheinlich stehen eher, die stehen jetzt auch, weil... Fehlen die Materialien? Was fehlt denn? Rohbenzin. Warum fehlt Rohbenzin? Weil Brenngas aktuell hier stockt. Das ist es. Ah. Das ist jetzt wieder so die Sache. Okay, wo kann ich aktuell einfach mal Mitarbeiter abstellen? Warum habe ich euch zum Beispiel noch aktiv? Ihr seid doch... Nicht mal in Verwendung. Und dann sollte ich in kürzester Zeit hoffentlich diesen einen Mitarbeiter noch kriegen. Ich brauche auch gerade nicht. So, 9 Mitarbeiter. Sollten die beiden auch anfangen zu produzieren, wie blöd. Ist ja nur 18, aber das macht trotzdem viel aus. Vor allem, wenn die Menge produzieren, wie sie sollen, ist alles super. Nachdem steigt auch gerade unser Benzinumsatz wieder volle Wäsche. What? Nur durch diesen kleinen Umbau? Ja, okay. Man muss auch dazu sagen, dadurch läuft das ist hier wieder nicht komplett aus dem Ruder. Wir aktivieren jetzt hier noch eine der Öfen. Dann sollte das Ganze natürlich noch ein bisschen besser laufen. Und wir haben natürlich die halbe Produktion wieder angeregt hier hinten. Die Produktion darf jetzt hier auch wieder vollkommen mitarbeiten. Hups. Sollen wir ein bisschen flotter machen? Wo sind die restlichen? Sind die am Kohle abliefern? Oder ich vermute mal, ne? Die liefern aktuell die Kohle ab. Ja, okay, das ist natürlich blöd gelaufen in dem Fall, ne? Wenn wir es so sehen wollen. Aber sie müssen halt hier jetzt das Ganze abtragen, bevor sie die neue Aufgabe da unten bekommen, um das Ganze umzuschippen.
Aber es scheint zu helfen, so denke ich. Aktuell läuft's. Wir machen gut wieder Benzin zu. Also schau dir mal die steigenden Zahlen an. Wow! Okay! Das ist unerwartet. Tanks sind halb voll. Was ich gern machen würde, ich würde gern ein modulares System machen, sozusagen. Ein so ein Teil in sich aufgeschlossen, mit jeweils einem Eingang, einem Ausgang. Obwohl ich glaube, das wird nicht funktionieren mit der Sache hier hinten. Du brauchst schon dementsprechend das angepasst, die angepasste Menge. Oder du müsstest echt von hinten aufdrüsseln, von hier nach vorne, wie viel du brauchst. Dass du am Ende jeweils genau die Menge hast, die passt. Und dann kannst du das so machen, dass du vorne einen Anschluss hast mit den Sachen, die du brauchst. Und hinten den Output, den du hast. Ich glaube, das wäre so das, was am Ende praktisch wäre. Aber was man sagen muss, ist natürlich, die Anlage bleibt brutal heftig. Okay, der ist jetzt auch schon fast voll. Scheiße, was machen wir mit dem? Das ist viel zu viel. Viel zu viel. Ich könnte natürlich jetzt den Schwefel hier unten in Gummi umwandeln. Was mache ich mit dir, Schwefel? Schwefel, was mache ich mit dir? Ich kann Schwefel verbrennen. Das wäre fürs Erste wenigstens eine Möglichkeit, den loszuwerden. Es macht Schlack, mit Wasser macht es Säure. Ich könnte Dünger damit herstellen, dafür brauche ich aber erstmal Dünger 1. Eine wirklich gute Verwendung für... Das gibt's nichts, ne? Das ist echt nicht schön. Weil so ein Ding ver... Das sind 4... 36, die ich produziere. Pro Minute. Schau dir mal an, wie schnell dieser blöde Tank voll wurde. Nicht gut. Was schön ist zu sehen, dass das sich relativ schnell erholt, wenn ich was getan habe. Das erfreut mein Herz, muss ich dazu sagen. Wie schauen denn eigentlich mittlerweile hier die Sachen aus? Ja, die sind aktuell in Verwendung, aber auch. Das ist auch nicht dazu erwähnen. Ich weiß ehrlich nicht, wie ich das am schlauesten jetzt mache. Der Schwefel macht mich fertig. Kann ich keinen Schwefelberg oder sowas ansetzen? Das wäre so eine schöne Sache. Ein Schwefelberg. Das wär's. Ja. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.